Gott ist gut. Und wir haben einen Gott, der uns so viel Gutes will. Ja, viele haben Angst, Gott will mich irgendwo missbrauchen, aber er hat nur Gutes mit uns. Gott hat Gedanken des Friedens und der Liebe mit dir. Darum gehen heute mit. Ich denke, ich habe heute ein ganz wichtiges Thema, das für alle Christen wichtig und auch notwendig ist. Und zwar die Partnerschaft des Heiligen Geistes. Oder man kann auch sagen, die Leitung des Heiligen Geistes. Wie es auch schon eben in der Einleitung von Tom angeklungen ist. Er zeigt uns den Weg. Er bereitet den Weg vor, den wir gehen sollen. Und darum ist es gut, eine Partnerschaft mit ihm zu haben oder auch eine Partnerschaft mit ihm zu entwickeln. Jesus sagt uns ja hier in Johannes 16, Vers 7, und das muss uns eine wichtige Sache sein, und das müssen wir auch richtig verstehen. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, also dieser Heilige Geist, Parakletos, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Ja? Das ist das Schöne. Er lässt uns nicht unverweist zurück. Er sendet uns den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist führt uns in alle Gottheit hinein und lässt uns auch die Wege Gottes richtig verstehen. Also das ist dann Siegreich Leben lernen, Teil 49. Und für mich ist diese Botschaft die wichtigste, glaube ich. Ja? Die Leitung des Heiligen Geistes. Als ich das erste Mal predigen sollte, das war 1996, und ich wollte nicht predigen. Ich wollte für die Gemeinde alles tun, aber das Predigen, das war nicht so mein Ding. Ja? Aber mein Pastor damals sagte, Ferdi, ich will, dass du predigst. Ja? Und ich war absolut auf Abwehr. Aber ich habe gesagt, ich gehe ins Gebet. Ich rede mit meinem Gott drüber. Und dann sagte Gott zu mir im Gebet, als ich gerungen habe darum, dass er mich davon verschont, sagte er zu mir, ich helfe dir. Ja? Der Heilige Geist und du, wir schaffen als Team zusammen. Und von da an, als ich dieses Reden des Heiligen Geistes hatte, konnte ich sagen, ja Herr, ich mach's. Mittlerweile sind es schon ein paar hundert Predigten, die ich gehalten habe. Und ich kann nur dem Heiligen Geist die Ehre geben dafür. Denn er ist es, der mich auch benutzt und mir auch die Impulse gibt und mir auch die Richtung gibt. So ist es auch mit diesem Siegreich Leben lernen. Es ist eine Strategie nicht von mir, sondern eine Strategie des Heiligen Geistes, der diese Themen tief in unsere Herzen legen will, damit wir ein siegreiches Leben führen können. Da kann ich nur sagen, alle Ehre dem Heiligen Geist. Ja? Letzte Mal in Siegreich Leben 48 habe ich darüber gesprochen, wer ist der Heilige Geist für dich? Ja? Der Heilige Geist als Gott habe ich uns vorgestellt, dass er ewig ist, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit hat. Ich habe uns 9 Handlungen aufgezeigt, die nur eine Person ausführen kann. Darum ist es so wichtig, ihn zu verstehen. Und ich gebe einfach dem Heiligen Geist immer wieder die Ehre. Denn er ist es, der uns Gottes Wege führt. Er leitet auch einen Heilungsprozess in jedem von uns persönlich an. Ja, er gibt die Heilung unserer Seelen. Es ist ihm so wichtig. Er heilt deine Seele. Ja, wenn wir mit Gott gehen, und dann führt der Heilige Geist uns hinein. Ja? Er hilft mir, meine Gedanken zu erneuern. Und das ist notwendig. Gottes Gedanken sind so viel höher, sagte Tom hier, Jesaja 55. Ja? Gottes Gedanken sind so viel höher wie unsere Gedanken. Und darum müssen unsere Gedanken ein Stück weit wegrücken. Und wir müssen anfangen, Gottes Gedanken zu denken. Und er hilft uns, da die Gedanken zu erneuern. Und das ist ein Prozess des Heiligen Geistes. Der muss geschehen in jedem Menschen. Der braucht auch Zeit. Ja, Christsein ist Wachstum vom Anfang bis zum Ende. Und der braucht Zeit. Ja, er hilft auch, meinen Willen zu heiligen. Ja, dass ich nicht mehr meinen egoistischen Willen laufe, nicht mehr meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ziele lebe, sondern dass ich anfange, den Willen Gottes zu tun. Er gibt mir einen geheiligten Willen. Und das Schöne ist, er führt meine Gefühle in Harmonie. Ja, es gibt es auch auf unserer Homepage, ich habe in unserer Freizeit da in Dreisbach viermal drüber gepredigt, was der Heilige Geist an Heilung in unsere Seelen gibt. Ja, und er führt die Gefühle in Harmonie. Wir verlassen uns nicht mehr auf unsere Gefühle, sondern wir verlassen uns auf Gottes Wort. Ja, und jetzt will ich einen Text lesen im Zusammenhang von Johannes, was Jesus uns über den Heiligen Geist sagt. Ja. Wir werfen es mal nicht an die Wand, hört einfach gut zu, was Jesus uns über den Heiligen Geist sagt. Auch über die Verheißung des Heiligen Geistes. Es steht in Johannes
14, Abvers 15. Ich lese uns mal einen größeren Abschnitt im Zusammenhang. Hier sagt Jesus: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ja? Es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, der hier uns auch den Tröster sendet. Der Vater sendet uns den Tröster, der bei uns ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben in der Fülle des Geistes. In Weisheit Vers 20. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen, durch den Heiligen Geist. Ja? Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, das ist mein Wort. Das ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, ja, dieser Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich will noch einmal kurz beten. Vater, ich danke dir so, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, der uns in die Tiefe der Gottheit hineinführt, der uns das Wort Gottes verstehen lässt, der uns Weisung gibt für unser Leben, der uns Leitung gibt für die Gemeinde, der jedem Einzelnen individuelle Führung gibt für sein Leben, damit deine Ziele, Pläne und Absichten in Erfüllung gehen. Denn Vater, du liebst die Welt so sehr, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sprich in die Herzen hinein, dass sie diese Leitung des Heiligen Geistes suchen, dass sie sie erkennen und dass sie deine Führung vernehmen. Jesus, du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. Darum mach uns sensibel und aufmerksam, deine Stimme zu hören. Denn du sprichst zu uns und du bist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Amen. Amen. Mach mal weiter. Der Heilige Geist und du. Ihr seid zusammen ein starkes Team. Glaubst du das? Ja. Ja, ein glorreiches Team. Darum ist es so wichtig, lerne es, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Ja? Sei da in seiner Schule. Jünger Jesu sind in der Schule. Ja? Sie sind lerngierige, aufmerksame Kinder Gottes. Sie nehmen es gern auf. Geh mal weiter. Ja? Wir denken oftmals, Gott wird uns überfordern, aber er hat nur Gutes für uns. Und um geistlich ausgerichtet zu sein, müssen wir unsere Antennen rausziehen. Ja, also schalte dein geistliches Navi ein. Es ist so wichtig, sich wirklich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Es ist eine der größten und schönsten Herausforderungen, die es gibt. Ja? Er hat nur Gutes für uns. Was geschieht mir, wenn ich ihm die Leitung meines Lebens überlasse? Das sind oft diese ängstlichen Fragen, die man hat. Ja? Was geschieht mit mir? Was macht er mit mir? Wo schickt er mich hin? Muss ich in den Kongo gehen, in den Urwald oder wohin? Ja? Wo geht's hin? Ja? Das sind alles die Dinge, die man direkt so hat. Aber Gott überfordert dich nicht. Er führt dich Schritt für Schritt weiter. Ja? Er legt dir nicht Lasten auf, die du nicht tragen kannst. Ja? Ja, das sind diese Ängste, die man hat. Muss ich meine Vorstellungen aufgeben? Muss ich alle meine Wünsche aufgeben? Ja? Aber Gott ist so anders.
Mach mal weiter. Dein Vater will das Beste für dich. Das musst du wissen. Gott ist gut. Deswegen sage ich oftmals am Anfang auch, Gott ist gut. Das müssen die Leute wieder wissen. Er ist nicht der Knüppel, der von oben herab dich knüppeln will. Ja? Er will dich lieben. Gott ist die Liebe, der Ursprung aller Liebe. Und er überfordert dich nicht. Und er legt dir das auf, was du auch tragen kannst. Der Herr legt dir eine Last auf, aber er hilft dir auch. Und er hilft dir auch, den Weg zu gehen, den er für dich vorbereitet hat. Das musst du wissen. Und Jakobus bringt uns das bei. Jakobus 1, 17 und 18. Er bringt uns das klar bei. Alle gute und vollkommene Gabe, auch die Leitung des Heiligen Geistes, kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja? Gott hat uns geboren, wiedergeboren durch Wasser und Geist. Der Geist Gottes kam in uns, als wir Jesus unser Leben anvertrauten. Es ist so wertvoll, auch Jesus sein Leben anzuvertrauen. Denn dann kannst du gewiss sein, wenn ich meine Sünden bekenne, ist er treu und gerecht und er kommt in mein Leben rein. Und der Geist Gottes ist dabei und er macht mein Leben neu. Und ich kann die Leitung des Heiligen Geistes vernehmen. Der Geist Gottes kommt in mein Leben und verändert mich. Ja? Geh mal weiter. Ja? Wir als irdische Väter wollen schon, dass es unseren Kindern gut geht. Immer ein Bild von meinen Kindern. Ja? Mir ist schon dran gelegen, dass es allen meinen Kindern gut geht. Ja? Dass sie in den Wegen Gottes laufen. Ich für meinen Teil habe entschieden, ich und mein Haus. Wir wollen Gott dienen. Es ist eine Entscheidung, es ist auch immer gut, die Kinder Gott zu weihen. Dass sie den richtigen Partner finden für ihr Leben, dass sie die vorbereiteten Wege Gottes gehen. Und dass sie selbst sensibel werden für die Stimme des Heiligen Geistes. Darum stelle deine Kinder unter den Schutz Gottes und befehle sie immer wieder Gott an. Ja, er hat sie uns anvertraut für ein Stück weit in unserem Leben. Ja, und das ist Gnade. Und wir müssen einfach das tun, was Gott für sie vorhat. Ja? Auf die Bibelstellen will ich mal nicht eingehen. Gehen wir weiter. Es ist so wichtig, ja, auch eine Partnerschaft zu leben. Ja? Das ist ein Hochzeitsbild, 27 Jahre her. So wird man älter, ja? Kann nichts dran machen, man wird älter. Das ist der Lauf der Zeit, die Haare werden weniger. Aber meine Frau ist auch bei mir. Und das ist gut, das ist Gnade. Ja? Das ist Gnade und ich bin der Meinung, das kann man jedes Jahr feiern. Das ist Gnade, wenn man heute wirklich sich entscheidet, das Leben miteinander genießen, wie Prediger 9 es sagt. Ich will das Leben genießen mit der Frau, die ich liebe, alle Tage meines Lebens, das er mir unter der Sonne gegeben hat. Das ist eine Entscheidung. Ja? Manchmal fällt es uns schwer zu genießen, weil wir so viel Lasten haben, so viel Druck haben. Ja? Aber wir wollen es dennoch genießen. Wir sind Gotteskinder, wir sind Königskinder. Und das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Ja? Und das müssen wir uns immer wieder halten, dieses Kindliche. Ich bin ein Gotteskind. Ja? Liebe und Treue sollen sich niemals verlassen. Ich binde sie mir um den Hals, schreibe sie auf die Tafel meines Herzens. Sprüche 3, Vers 3. Entscheide dich für Treue, auch mit Gott zu gehen. Die Treuen befähigt er, die Treuen salbt er, die Beständigen, die kann man in der Gemeinde einsetzen. Ja, darum seid treu und folge ihm nach. Gehen wir weiter. Aber der Papa im Himmel, der will Gutes für uns und wir wollen Gutes füreinander. Und dazu braucht man den Heiligen Geist. Und ich sage es immer wieder, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja? Er ist ein Gentleman und er ist Gott. Ja? Und darum möchte auch er gebeten werden. Er möchte eingeladen werden in dein Leben. Ja, wie Jesus uns sagt, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, es muss eine Sehnsucht da sein, eine Sehnsucht nach Gott. Jesus drückt das so aus. Und der Heilige Geist führt dich hinein. Ja, er ist Gott. Ja, er will dir geben. Ja. Gott ist ein Wohnungssuchender auf Erden. Und er will nicht nur als Untermieter bei dir wohnen. Ja? Er will dich leiten. Er will dich führen. Wie Epheser 2,22 sagt. Durch ihn, durch Jesus,
werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Geist Gottes will in dir wohnen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, gehen wir weiter. Römer 8,14 ist vielleicht diese zentrale Bibelstelle, die darum geht, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen sollen. Römer 8,14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist ganz wichtig. Ich sage auch immer, Herr, halte du das Steuer in der Hand von der Gemeinde. Ja? Das Leiten, das ist nicht so einfach. Und der Geist Gottes weiß aber, wie es geht. Und der Geist Gottes hat mir das so erklärt mit diesem Segelschiff der Liebe Gottes. Er führte mich über das Schiff mehrere Tage, war ich wie gefesselt auf diesem Schiff. Ja, darum hängt es auch da. Und man kann lesen, was er mir da gezeigt hat. Was für Gemeinde, was er sich unter Gemeinde vorstellt. Dass man darin lebt und darin wandelt. Und er muss die Gemeinde leiten. Ja, nächste Bild mal. Es ist so wichtig. Also schalte dein geistliches Navi an. In Römer 8,14, da spricht eigentlich im gewissen Sinne Paulus von einem Navigationssystem. Ja? Warum nur? Aber gibt es so viel geistliche Staus? Warum gibt es so viel Verwirrung unter den Christen? Warum gibt es so viel Verfehlung, so viel Falschfahrer? Warum geschehen so viel destruktive, negative Dinge unter Christen? Ja? Weil es an der Leitung des Heiligen Geistes fehlt. Ja? Es fehlt ihnen an der Leitung des Heiligen Geistes. Ein gutes Beispiel, 4. Mose, Kapitel 13, die Aussendung der 12 Kundschafter. Also die besten Leute wurden da aus dem Volk Gottes ausgewählt, aus den 12 Stämmen. Und 12 Kundschafter hat man herausgesucht. Ja? Sie hatten einen klaren Auftrag. Kundschaftet das verheißene Land aus. Ja? Auskundschaften, um es später auch einnehmen zu können. Das war eine Herausforderung. Aber das Traurige ist, an dieser Herausforderung sind 10 dieser Ältesten aus dem Volk Israel gescheitert. 10 sind gescheitert. Nur 2 hatten Glauben. Nur Josua und Kaleb glaubten Gott. Ja, das finde ich immer so total bemerkenswert. Nur sie sagten, das können wir schaffen. Da kommen sie zurück mit riesen Weintrauben und die Feinde sind übermächtig. Wir sind in deren Augen wie die Heuschrecken, sagen sie. Ja? Angst, Angst, Furcht. Ja? Aber Josua und Kaleb sagen, Gott hat es uns verheißen und wir werden da hineingehen. Und sie hatten eine Haltung des Glaubens und sie waren sich sicher. Ja? Also meine Frage, glaube ich oder glaubst du? Hältst du fest an dem, was Gott sagt? Der Mensch geht nach dem, was er vor Augen hat. Das ist so. Leider. Immer, was er vor Augen hat. Ja? Was er sieht, das irgendwo manipuliert ihn. Ja? Die Werbung und alles manipuliert uns. Und alles will uns irgendwo in eine andere Richtung lenken. Aber der Geist Gottes spricht in unser Herz. Ja? Nur mit dem Herzen sieht man richtig. Ja? Der Mensch schaut, was vor Augen ist, aber Gott schaut auch in unser Herz. Wie wir Glauben haben und wie wir Glauben halten. Darum ist es so wichtig. Bleibe ausgerichtet. Geh mal weiter. Die Ausrichtung ist wichtig. Entscheide dich für den richtigen Weg und lasse dich durch nichts und niemanden aufhalten. Ja? Menschen wollen manipulieren. Ja? Was wollt ihr da in Merzig Gemeinde bauen? Hört doch auf. Ja? Da gibt es doch schon eine Kirche, da gibt es doch schon alles. Ja? Und so will der Feind kommen. Ja? Aber der Geist Gottes sagt, tut das, was ich euch sage. Lasse dich durch nichts und niemanden aufhalten. Lebe aus der Leitung des Geistes. Also heute schätzen wir das elektronische Navigationssystem. Wir werden von ihm bis zu der kleinsten Ortschaft, sogar bis zur Hausnummer geführt. Und das ist wirklich fein. Das ist eine tolle Sache. Also wenn ich irgendwo hin muss fahren, ein Dorf irgendwo, kenne ich nicht aus, Navi ein, die Adresse reingedrückt. Und wie schön ist es dann, wenn das Navi sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Dann lande ich vor der Haustür, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Dann bist du auch irgendwo dankbar. Danke Navi, dass du mich wieder dahin geführt hast. Das hätte ich selber nie gefunden. Und so ist es. Und so will der Geist Gottes dich auch leiten. Er will dich individuell führen und leiten. Und das ist so schön. Das ist einfach eine großartige Errungenschaft der Technik. Aber genau so sollen wir als Christen sein.
Wir sollen uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, ja, dann meint er damit, sie lassen sich führen, sie hören, sie fragen Gott, ja, und sind ausgerichtet nach seinem Reden. Das ist so stark und so wichtig. Immer weiter. So ist es auch für die Gemeinde wichtig. Ja, dieses Segelschiff der Liebe Gottes 2004 gab immer dieses Bild, ich werde das nie vergessen. Und das ist auch das, was mich auf Kurs hält. Ja, auf diese Segel, setzt die Segel, Liebe, Annahme, Vergebung. Das waren ganz große Fahnen oben auf den obersten Masten. Da wollen wir drin leben und so kann Gemeinde gelingen. Wir wollen in der Liebe leben. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe sollen wir üben von Gottes Wort her. Ja? Wir wollen in der Annahme leben, Menschen annehmen, wie sie sind. Und Gott liebt sie und Gott liebt sie auch aus diesen Fehlern heraus. Und wir wollen in der Vergebung leben. Wenn ich da manchmal höre, dass Christen nicht in der Vergebung sind, sie wollen vergelten, sie wollen Rache üben, das kann ja wohl nicht wahr sein, die haben nichts kapiert. Und Gott kann ihnen auch ihre Sünden nicht vergeben, weil sie eine falsche Haltung haben. Liebe, Annahme, Vergebung ist wichtig. Ja? Dann sagte mir nachts, setz die Segel der Gemeinde. Und zwei Tage später gab er mir dieses herrlich erleuchtete Segelschiff der Liebe Gottes. Und das ist das, was Gemeinde sein soll, eine Arche, wo Menschen aufgenommen werden, wo sie sich geborgen fühlen. Geh mal weiter. Ja? Wo sie einfach sicher sind. Wo sie wirklich Gott kennenlernen können. Ja? Und ich kann immer nur sagen, Heiliger Geist, leite uns. Führe uns weiter. Ja. Zeig uns den nächsten Schritt. Wir brauchen dich. Und Paulus drückte das aus im letzten Vers der Korintherbriefe. Ja? 2. Korinther 13, 13. Da macht er den Sack noch einmal zu. Er kommt auf das Wesentliche zu sprechen. Und das ist so wichtig. Ja? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also drei Dinge sind ganz wichtig. Ja? Die Gnade, die wir durch Jesus Christus empfangen haben, die Liebe, die wir empfangen haben und auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ohne die Gemeinschaft des Heiligen Geistes geschieht wenig und geschieht wenig Gutes. Gehen wir weiter. Es ist so notwendig, dass wir uns von ihm leiten lassen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes gibt den Kurs und er leitet. Das ist notwendig, dass er leitet. Die Gnade unseres Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hast du Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Sagst du, Parakletos, Heiliger Geist, komm in mein Leben, führe mich, gib mir Licht, gib mir Richtung. Ja? Einige wollen sich taufen lassen. Ja? Da sage ich immer, frag Gott. Und er spricht zu deinem Herz. Ja, wenn du wirklich das Fragen hast und diesen Schritt tun, dich nicht traust und du hast Angst, diesen Schritt zu tun, ja, weil die Bibel sagt, glaubt und dann lasst euch taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles, was der Heilige Geist uns auch lehrt. Erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Weiter. Wir brauchen diese Ausrichtung. Ja? In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, ja, das ist mir so groß, wo keine Offenbarung oder wo keine Vision ist, wird das Volk, auch die Gemeinde, wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Wohl dem, der auf die Weisung achtet, des Wortes Gottes. Wohl dem, der die Leitung des Heiligen Geistes hat. Eine Gemeinde ohne Vision, die nicht wissen, warum sie da sind. Die nicht klar wissen, welcher Auftrag sie haben. Die gehen fehl. Menschen ohne Vision, die irren umher. Und haben nicht den Sinn erkannt, warum sie leben. Uwe hat das schöne Lied gesungen. Er gibt uns Sinn. Er gibt uns Sinn. Er gibt uns Richtung. Er motiviert uns, geradlinig auf diesem Weg zu gehen. Ja? Also Gott gebe uns Gnade, seine Vision vom Segelschiff der Liebe Gottes umzusetzen. Er gebe uns Gnade, eine Arche Noah zu sein. Und er gebe uns die Bereitschaft, mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und die Sensibilität, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Es ist so wichtig, wir brauchen seine Weisung, wir brauchen seine Offenbarung. Wir beten auch vor jedem Gottesdienst, Heiliger Geist, offenbare dich. Tue dein Werk, sprich. Und er spricht durch Geschwister, er spricht durch das Wort Gottes. Er inspiriert, also diese Botschaft habe ich schon oft gepredigt, zuletzt in Kaiserslautern 2009. Es ist mir so eine wichtige Botschaft, ja.
Und er spricht sie immer anders. Und ich lege sie auch immer anders aus. Aber es ist der Heilige Geist, der spricht. Weil ich sage, du mach's. Ja? Ich gebe ihm die Ehre. Und er tut's. Geh mal weiter. Es ist auch wichtig, dass wir unsere Gemeinde lieben. Ja? Da sitze ich auf dem Anker drauf. Der Anker, hat Gott mir auch da in dieser Vision bewusst gemacht, ist die Liebe zur Gemeinde. Und da muss ich mich irgendwie festmachen. Wie ein Schiff festgemacht wird, so muss ich mich auch an meiner Gemeinde festmachen. Ja? Ich will meine Gemeinde lieben. Ich will meine Geschwister lieben. Ich will mich daran mit dem Herzen festmachen. Ja? Wie es hier heißt, ja? Im Epheser 4,15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Wachsen in allen Stücken. In allen Stücken zu dem hin. Zu wem sollen wir wachsen? Zu dem Haupt. Der Haupt ist Jesus. Ja? Das Haupt ist Jesus. Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Von Jesus wird die ganze Gemeinde zusammengefügt. Jedes Glied ist wichtig. Jedes Glied ist wertvoll. Ja? Und es ist Jesus, der uns zusammenfügt, weil er das Haupt ist. Und wir wachsen Stück für Stück in sein Bild. Und wir sind auf dem Weg. Ja? Die Gemeinde auf dem Weg kann man uns auch nennen. Wir sind auf dem Weg, ein Rettungsschiff der Liebe Gottes zu sein. Um Menschen hinzuzurufen. Ja? Weiter. Der Geist Gottes spricht durch Gottes Wort. Der Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, um uns dem Sohn Gottes immer ähnlicher zu machen. Um Stück für Stück in sein Bild verwandelt zu werden. Ja, das Wort Gottes ist dafür da und das Wort Gottes ist wunderbar. Es hält uns am Puls des Heiligen Geistes. Darum müssen wir alles prüfen. Alles muss geprüft werden am Lichte des Wortes Gottes. Denn die Bibel sagt uns, prüft alles. Ja? Darum ist es auch wichtig, dass das alles auf dem Fundament des Wortes Gottes steht. Und ich will euch nichts erzählen, was nicht auf dem Fundament des Wortes Gottes steht. Das ist mir ganz wichtig. Wenn einer anfängt, Storys zu erzählen, die nicht identisch sind mit meinem Wort, sage ich, stop it, das ist nicht für mich, das will ich nicht an. Das lehne ich ab. Ja? Denn Gottes Wort ist Wahrheit. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es ja auch, wenn man da ein paar Aspekte mal uns ansehen, wozu das Wort Gottes da ist, 16 Aspekte, ich gehe sie mal schnell durch. Ja? Es schafft Leben. Hebräer 4, Vers 12, ja. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es scheidet Geist und Seele, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Das Wort Gottes gibt Licht in unsere Seele. Es gibt Licht in unsere Gedanken. Es gibt uns Klarheit. Ja? Zweitens, es weckt den Glauben. Ja? Es ist Geist und Leben. Wort und Geist laufen zusammen. Es ist Leben. Es bringt euch Leben die Fülle. Es bringt Freude. Ja, Johannes 15, ja, seine Gebote gibt er, damit unsere Freude vollkommen werde. Ja, also Gottes Wort, wenn du das liest, dann kommt Freude in dein Herz, hast du das schon mal gemerkt? Es gibt dir Freude, es ist eine Freudenquelle, es ist eine Kraftquelle, es ist eine Lebensquelle. Jesus sagt in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Seine Gebote zu halten, haben wir im Predigtext gehört, seine Worte zu tun. Das setzt Leben frei und es bringt Freude. Es ruft Veränderung hervor. Römer 12, Vers 2. Erneuerung der Sinne. Es erneuert meine Gedanken. Es erneuert mein Denken, meine Gesinnung, mein Herzensgemüt. Ja? Fünftens, es überwindet widrige Umstände. Offenbarung 12, Vers 11. Sie überwanden durch des Lammes Blut. Habe ich in der letzten Zeit öfters darüber geredet. Die Macht des Blutes Jesu. Sie überwanden durch des Lammes Blut. Und das Wort ihres Zeugnisses. Ja? Sie überwinden widrige Umstände. Weiter. Es erschreckt den Teufel. Jakobus 4, 7 und 8. Das heißt, es widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Das sind gute Entscheidungen und die helfen dir. Ja, die geben dir Erleichterung für dein Leben. Es verändert, ja, es wirkt Wunder, genau. Es wirkt Wunder, weil es ein zweischneidiges Schwert ist. Es scheidet, wo niemand hineinkommt, wo kein Arzt hineinkommt mit seinem Skalpell, da kommt das Wort Gottes hinein. Es geht hinein bis Mark und Bein. Ja, ins Mark kommt nochmal keiner. Ja? Ja, das ist auch in unserem Knochen drin, in das Knochenmark. Ja? Und da wirkt das Gottes Wort noch hinein. Das ist Medizin für den ganzen Körper. Ja, wenn man es in der richtigen Haltung einnimmt, bekommt man Heilung im ganzen Leibe. Es ist so wertvoll, wenn es geschieht.
Ja? Es heilt Verletzungen. Ja? 2. Timotheus 3,16, es dient zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung. Darum nimm Gottes Wort. Ja? 9, es bildet deinen Charakter. Dein Charakter soll vom Wort Gottes gebildet sein. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir werden gebildet in seiner Hand durch das Wort Gottes. Darum kann ich das Wort Gottes immer nur hervorheben. Ja? Lebe aus dem Wort. Ja? Lass deinen Charakter bilden. Ja? Es verändert Umstände. Es verändert Umstände. Das müssen wir wissen. Ja? Es verändert sich durch das Wort Gottes. Er hat uns, in uns die Wiedergeburt gewirkt durch das Wort. 11. Es gibt Hoffnung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Es gibt uns Hoffnung. Es gibt uns immer wieder Ausrichtung. 12. Es setzt Kräfte frei. Es hilft uns, in der Wahrheit zu leben. 13. Es besiegt Versuchungen. Jesus widersteht dem Teufel mit dem Wort. Matthäus 4. 14. Es reinigt uns unsere Gedanken. Das ist wieder so wichtig, dass unsere Gedanken gereinigt werden. Also auch das, was ein Tom hatte in seiner Einleitung. Gottes Gedanken sind so viel höher wie unsere Gedanken, so weit wie der Himmel über der Erde ist. Darum ist es so wichtig, dass wir Sieg in den Gedanken bekommen. Das Schlachtfeld der Gedanken gewinnen. Das ist so wichtig, damit die Leitung des Heiligen Geistes geschehen kann. Es ist so wichtig und so wertvoll, uns leiten zu lassen, uns führen zu lassen vom Heiligen Geist. Ja? In 2. Korinther 10, 3 bis 5 heißt es ja, dass wir Gedanken, Gebäude, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, einreißen und ersetzen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Und das ist Christsein, das ist Nachfolgersjüngerschaft. Und das tut gut. Ein Mensch, der auf den Weg geht, das tut gut. Ja? Jetzt will ich mal zum Schluss kommen, ich mache da noch einen zweiten Teil davon. Es ist so toll, dieses Kybernetik, Kybernao, das Schiff muss gelenkt werden, ja. Es geschehen Dinge in unserem Leben durch das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Fleisch geworden. Jesus selbst wird hier als das Wort Gottes bezeichnet. Es ist lebendig. Es ist wertvoll. Es bringt uns ewiges Leben. Jakobus 1,18, er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Es bringt uns ewiges Leben. Es bringt uns hinein. Und darum ist es so wichtig, lass dich leiten vom Wort Gottes. Schalte dein geistliches Navi ein. Ja? Wenn du die Wort Gottes liest, dann ist dein geistliches Navi eingeschaltet. Du bist in Verbindung mit Gottes Reden. Du bist in Verbindung mit Gottes Wahrheit. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ja? Darum sei ausgerichtet. Ziehe deine Antennen aus. Ja? Das ist auch, das Navi ist in Verbindung mit dem Satelliten irgendwo. Das weiß genau, wo du dich gerade befindest. Heute haben sie das schon am Handy und jeder weiß, wo er irgendwo ist. Ja, wenn er da verloren geht, findet man ihn, wenn er sein Navi im Handy eingeschaltet hat. So weit sind wir schon. Aber diese Ausrichtung, ja, damit es keine geistlichen Staus, keine Verwirrung mehr gibt, keine Verfehlung, kein Falschfahren im christlichen Glauben, in der Nachfolge. Ja. Es ist so wichtig, damit wir vorwärts kommen und das tun, was Gott will. Was Gott will. Denn Gott kennt die Ziele und Absichten mit dir persönlich. Ja. Er kennt die Ziele und Absichten mit unserer Gemeinde. Er kennt die Ziele und Absichten mit unserer Stadt. Ja, mit deinem Dorf. Und er hat gute Ziele und er hat gute Absichten. Und er will dich gebrauchen. Und er will dich benötigen, dass Menschen zu ihm finden. Und dass Menschen errettet werden. Und dass Menschen Jesus nachfolgen. Darum schalte dein geistliches Navi ein. Lebe eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Lass dich von ihm führen. Lass dich von ihm lenken. Und bitte ihn um seine Leitung. Er ist ein Gentleman. Heiliger Geist, komm, leite mich. Ich will sensibel werden für deine Führung. Ich brauche dich. Das ehrt ihn, wenn wir so mit ihm reden, wie ein Freund. Er ist ein Freund, ein Helfer, ein Ratgeber, ein Fürsprecher. Ja, er will uns helfen. Er ist so liebevoll. Und er will, dass Gute in dein Leben kommt. Und er will dich segnen. Lass uns aufstehen. Ich will noch einmal beten. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst.
ausgerichtet zu sein für die Führung des Heiligen Geistes, dass wir neu diese Partnerschaft leben, dass wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, dass er uns wirklich auch leiten kann, dass er uns Wege führt, die er vorbereitet hat. Vergib du auch mir und uns allen alles Trotzen und alles Widerstehen deiner Führung. Vergib uns unseren Egoismus, vergib uns unsere eigenen Wege, unsere eigenen Vorstellungen, eigenen Wünsche, vergib uns unseren starken Ego und lenke unsere Herzen wie Wasserbäche, damit wir anfangen, deine Wege zu gehen, deinen Willen zu tun, damit deine Ziele und Absichten in Erfüllung gehen. Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden, so auch bei uns. Segne uns alle in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.